Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ja, endlich gibt's mal wieder einen neuen Dino-Film und heute sprechen wir mal über 65 oder 65 aus dem Jahre 2023 und dieser Film geht knackig 90 Minuten lang, lief dies Jahr in den Kinos, jetzt Heimkino, Amazon Prime kann man sich den anschauen und auf diesen Film habe ich mich echt tierisch drauf gefreut, denn ich liebe Dino-Filme und die letzten Jurassic World-Filme, die letzten zwei zumindest, ja, waren schon ziemlich enttäuschend, ne? Bis Kacke, würde ich sagen. Enttäuschend bis Kacke. Also, das war jetzt, also, man kann sich die anschauen, aber, ja, man hat mehr erwartet zu Jurassic World. Und dann wurde angekündigt, es gibt einen neuen Dino-Film, 65 Millionen Jahre vor unsere Zeiten, Science-Fiction-Film mit Dinos. Ja, Alter, da bin ich doch sofort dabei. Das ist meins. Und da habe ich gehört, da geht nur 90 Minuten. Mir egal, es muss nicht jeder Film 2,5 Stunden oder 3 Stunden gehen. 90 Minuten, wenn der Film mich gut unterhält, viel knackig ist, viele Dinos hat, her damit. Und dann habe ich gehört, produziert wird das Ganze von Sam Raimi, Mr. Spider-Man Trilogie, hier mit Tobey Maguire und dann Evil Dead, die Reihe. Und da kann doch nichts mehr schief gehen. Dann das Drehbuch von Scott Beck. Er hat gemacht A Good Place, was hat er noch gemacht? Ich glaube, The Boogeyman, was gerade jetzt auch in Kinos läuft, hat er auch gemacht. Ja, geil, die Schauspieler. Adam Driver hier von Star Wars, zurzeit einer der angesagtesten Schauspieler. Dann die Schauspielerin, wie heißt sie nochmal? Ariana Greenblatt, ja, so heißt sie. Die spielt die Koa hier, die spielt übrigens in den neuen Barbie-Film mit. Ja, also habe ich mir gedacht, schaust du dir vorher ein bisschen die Kritiken an. Ich wollte es nicht, kam aber irgendwie nicht rüber hinweg, weil ich habe mir irgendwie was, so die schlechtesten Filme des ersten Halbjahres 2023 bei Filmstars angeschaut. Und da war der Film dabei und habe gedacht so, ach. Hab mir das so halb angeguckt, schlechte Kritiken, CGI ist auch nur so halb gut. Und na, habe ich mir gedacht, ah, scheiße, guckst den Film jetzt trotzdem an. Ja, ich gucke mir der an und bild meine eigene Meinung dazu. Also, rein damit und los geht's. Und was ich von diesem Film halte, das erzähle ich euch gleich am Anschluss. Und ich sag einmal, ich werde hier ein bisschen spoilern. Ich werde hier auf jeden Fall spoilern müssen, weil, ja, der Film geht nur mal 90 Minuten und die Handlung ist ziemlich, ja, ist einfach. Einfach. Und das ist auch okay so. Also, eigentlich ist die Idee gar nicht so schlecht, weil wir haben hier die Erde vor 65 Millionen Jahren, wo die Dinos noch lebten. Aber da reist jetzt keiner in die Vergangenheit zurück, sondern es gibt andere Planeten, die auf Erkundungstouren sind und die alte Erde, auf der alten Erde dann notlanden müssen. Und die Idee fand ich gar nicht schlecht, einfach so zu sagen, früher waren schon intelligente Lebewesen in unserem Universum, die landen dann oder stranden dann auf unsere alte Erde, wo die Dinos noch lebten. Die Idee fand ich irgendwie richtig geil. Überlebt hat leider da nur Adam Driver, der spielt hier den Miles, ich nenne jetzt auch mal Miles, und andere Besetzungsmitglieder, alle tot, außer Koa, die hat er noch entdeckt, und die beiden müssen jetzt ums Überleben kämpfen, denn irgendwie ein paar Kilometer weiter weg ist noch so eine Rettungskapsel und damit können die Erde verlassen und da müssen die hin. Und dann haben wir eigentlich einen Abenteuerfilm. Es ist zwar ein Science-Fiction-Film, aber ich finde, das ist ein Abenteuerfilm. Weil dann kämpfen die sich zusammen durch den ganzen Urwald da, durch Sümpfe, durch Vulkane, durch die wildesten Dinos, die es da gibt. Natürlich der T-Rex ist dabei. Die kleinen fleischfressenden Dinos da, die immer dann zusammen die Leute da zerfleischen. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Wir haben alles dabei. Es ist richtig Abenteuer. Also es wird auch nicht langweilig. Ich finde, der Film wird einfach nicht langweilig. Es passiert die ganze Zeit was. Da meinen die, sind in so eine Höhle, können dort schlafen und sind dort in Sicherheit. Und dann kommen da so kleine Insekten und die gehen dann bei Koa dann im Mund und saugt da, keine Ahnung, die Lebensenergie raus. Und boah, extrem. Und dann im Hintergrund, wenn der T-Rex da kommt, boah, ja. Ja, so muss das sein. Die Dinos sind die ganze Zeit da. Die wildesten Dinos, wirklich die wildesten Dinos, die sind ständig da.
Es ist spannend. Es ist spannend, wie die sich da durchkämpfen. Und dann haben die halt diese Waffen, diese außerirdischen Waffen, womit sie die Dinos so abknallen können und so kleine, ja, so kleine Handgranaten, die fliegen können. Und der fliegen nicht, aber die werfen die und dann bam, gehen die so, die sind nur so groß und dann gehen die so, ah, geil, 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 geil. Und viel reden können die nicht, weil Koa spricht eine andere Sprache als Miles und die verständigen sich so ein bisschen hier und dort. Das ist so eine Vater-Tochter-Geschichte, weil sie hat ihre Familie verloren, Miles hat seine Tochter verloren und er kümmert sich jetzt um die und kämpft um die und will die sicher nach Hause bringen. Das ist irgendwie voll süß, das Ganze. Ich finde es wirklich geil. Es hat mich zwischendurch ein bisschen erinnert, wie der Film After Earth, hier mit Will Smith und Jaden Smith. Dem Film, der war ja wirklich da, der war auch kacke. Da hat man auch so viel erwartet und dann war da einfach nichts. Und ich finde, man kann den Film so ein bisschen vergleichen, nur dass 65, dass der Film das um einiges besser macht. Er macht es spannender. Wirklich, man guckt sich den Film an und es passierte immer was. Und dann wurde mit den, es sah auch alles gut aus, wie die mit den Raumschiff da abgestürzt sind. Und dann ging es auch sofort weiter. Boah. Ja, ich fand's gut. Entschuldigung, ich find's gut. Das, natürlich ist das kein großer Hollywood- oder Meilenstein der Filmgeschichte, wie es auch nie werden, aber das ist ein Film für eine nette, tolle Unterhaltung, so wie ein Film sein muss. Er ist spannend. Ich kriege das, was ich mir vorgestellt habe, bekomme ich hier. Ich brauche keine komplizierte Raumschiff-Geschichte irgendwie da. Ich brauche nichts Kompliziertes. Für mich reicht das. Raumschiff stürzt ab, Dinos sind da, sie müssen irgendwo hinkommen, damit sie überleben. Und dann muss es spannend sein, da muss Action kommen, da muss Horror kommen, da muss alles Mögliche kommen. Und ja, das bekomme ich doch hier. Mehr will ich doch nicht. Und dann haben wir noch, ja natürlich ist das alles unrealistisch, aber ist doch egal. Deswegen bauen die das doch so. Und dann haben wir natürlich dann auch noch den Asteroiden, der auf der Erde knallt, der nachher die ganzen Dinos auslöscht. Die Gefahr kommt auch noch dazu, weil in 12 Stunden, das konnte er sich mit so ein paar Geräten ausmessen oder berechnen. Und in 12 Stunden rast dieser Asteroid dann auf die Erde zu und zerstört natürlich die halbe Erde oder die ganze Erde und dann kommt da die Eiszeit und so weiter und so fort. Ihr kennt die Geschichte ja. Das passiert auch noch. Also, ob es nachher ein Happy End gibt, das verrate ich euch jetzt hier nicht, ob sie es schaffen oder nicht. Aber wir haben echt spannende Geschichten. Wir haben hier Treibsand, wir haben hier die Dinos. Dinos werden sogar gerettet, werden dann aber von anderen Dinos wieder aufgefressen. In 90 Minuten passiert eigentlich ziemlich viel. Und es bleibt nie langweilig. Und die Dinos, ich finde die Spezialeffekte, ja, ist okay. Also ich habe sie schon viel, 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 viel schlechter gesehen. Ich fand sie okay. Es hat mich jetzt, die Dinos haben mich jetzt für dich nicht gestört, irgendwie das Aussehen. Es war okay. Vollkommen okay. Wirklich, es sah alles okay aus. Der Film ist sogar ab 16 freigegeben. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich habe gedacht, der wird vielleicht ab 12, aber ja, wir haben hier doch schon ab und zu so 10, wo Dinos durch so Vulkan, so diese Wasserausbrüche, die so heiß sind, wo die so ein bisschen wirklich zerflattert werden. Ich kann zwischendurch verstehen, warum es ab 16 ist. Es ist nicht unbedingt was für 12-Jährige. Aber wir haben hier Mac gehabt. Also Mac, den Haifilm, der ist ab 12 und der ist wieder ab 16. Aber das verstehe ich ja eh nicht, warum und weshalb das mal so und so bewertet wird. Ja, keine Ahnung. Harry Potter sind alle ab 12. Alle. Die ersten sogar ab 6. Naja, geil. Jetzt muss ich den Film ja noch bewerten von der Skala 1 bis 10. Und ich muss sagen, ich kann dem Film jetzt hier keine 8, 9, 10 Punkte geben. Das nicht. Aber der hat mir mehr Spaß gemacht als der letzte Jurassic World Film. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den besser. Ich fand den unterhaltsamer als den letzten Jurassic World Film. Ja, finde ich schon. Und ich gebe diesem Film einfach 7,5 Punkte. Weil er das ist, was ich mir vorgestellt habe. Es ist meine eigene Meinung. Viele sagen jetzt, oh Gott, der Film war da der große Schrott. Ist ja auch okay. Ich kann ja nicht sagen, jeder hat ja auch einen anderen Geschmack. Jeder stellt sich auch was unter diesem Film anders vor. Ich habe mir das vorgestellt und habe genau das auch bekommen. Und deswegen gibt es diese 7,5 Punkte von mir.
ich fand den vollkommen okay. Und das ist ein Film, den kann ich mir auch immer wieder anschauen. Der geht nur 90 Minuten. Ich brauche mir jetzt keine 3 Stunden jetzt diesen Film anschauen. 90 Minuten, wo ich mich gut unterhalten fühle, wo es Spannung gibt, die ganze Zeit durch. Den kann ich mir immer wieder angucken. Ja, den kann ich auch nur empfehlen. Den kann ich auch nur empfehlen. Also, falls ihr den Film noch nicht geschaut habt, schaut euch den an. Wirklich, schaut euch den an. Das lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Ich fand den Film gar nicht so schlecht, wie die anderen das alle sagen. Ja, das ist aber auch nur meine Meinung und ich finde es okay. Auf jeden Fall, falls ihr mehr Kritiken von mir sehen möchtet, dann abonniert doch gerne den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, macht euch eine schöne Zeit und man sieht sich. Bis dann. Ciao.